Moin, liebe Seefahrer, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Wir sind auch wieder ein bisschen am Rundspielen, also ich möchte gerne ein bisschen noch eine Story, ein paar mehrere Personen so ein bisschen rumspielen. Jetzt ist der Seefahrer, der die Schatztruhen plündert. Ich habe mich hier ein bisschen verschätzt mit dem Abbau. Oh, zwei Diamanten und ein Herz des Meeres heißen die? Ja, Herz des Meeres. Schnell hoch. Also wieder schwimmen lernen, irgendwie mit Umschalt. Oh, komm. Mit Strick, wie ich gedrückt habe, aber es ging mir nicht so schnell. Okay. Weil ich bin mit 1.13 nicht bewandt, mit 1.14, 1.15, 1.16 und jetzt 1.17. Einfach nicht so bewandt zu tauchen und zu schwimmen. Ich bin eher so der Bauer, der oberirdisch auch herum sich treibt, Materialien sammelt. Was wir wirklich machen können, sind die verschiedenen Ozeane zu durchsuchen und alles Mögliche so ja, zu sammeln. Außer diesen Ozean hier, der ist einfach zu nah an unserer Stadt. Ja, das wird eine coole Stadt. Ich habe so extrem viele ja, Besonderheiten vor, die eigentlich dann echt viel Spaß machen für euch. Also ihr werdet dann sehen, es wird dann so sein, dass es dann immer etwas zu machen gibt. Wird wahrscheinlich nie aufgeben müssen. Mit dem Let's Play, und das ist auch das Gute so dran. So, jetzt habe ich hier irgendwo da. Oder? Nein, ist es nicht hier, das ist da drüben, wo ich Ding gebuddelt habe. Hier ist nämlich nichts mehr. Noch eine Truhe gefunden. Habe hier wieder das Sand ein bisschen drüber gemacht. Jetzt muss ich das leider wieder finden, damit es natürlich auch ein bisschen was zu tun gibt, um an die Truhe zu kommen im Part. Hat sich das nicht gespeichert? Hier ist doch eine Truhe gewesen. Wo ist sie denn? Eine Truhe findet und sie plötzlich wieder weg ist. Da oben. Ah, es ist weit oben. Ui. Seht ihr, so schnell vergisst man irgendwas, wenn man so aufwendig Sport macht. Ich bin völlig verschwitzt noch. Nehme mir einfach mal den Plunder nicht mit und das nehme ich dann mit, sobald ich oh, man wieder herumgeschoben vom Sand. Okay. Zum Glück nicht direkt Schaden gemacht. So, wieder sehr professionell. Ich liebe das, einfach unprofessionell zu sein. Hier ist es nämlich. So, lieben vielen Dank ja, für diesen tollen. Ja, eine Karotte habe ich von einem Zombie bekommen. Dankeschön, lieber Zombie. Die anderen Sachen brauche ich alle nicht. Ich nehme das natürlich nicht mit und tue es irgendwie ist die Hälfte einfach. Ja, da muss ich leider wieder in die Truhe tun. Nein, nicht der Shit. So. Man merkt vielleicht die Unkonzentration. Ich habe halt natürlich schon echt extremer Spitzensport, extrem kräftekostender Sport gemacht, aber ich muss jetzt noch ein Part aufnehmen, weil ich jetzt eigentlich vorhabe, zwei Parts zu bringen, damit wir auch richtig das tolle Zeugs machen können und ich da einfach nicht so lange irgendwie einfach nichts tun, ja, muss, weil ich kann einfach nichts tun. Ich habe nur ein PC zur Verfügung, das eigentlich relativ Spaß macht. Und sonst kann ich halt auch nicht immer Sport machen, vor allem beim Hochladen. Da muss ich einfach auf Sicherheit gehen und beim PC bleiben, damit niemand hier irgendwie etwas verändert oder ausspioniert. Weil es kommen halt viele Leute wegen meinem Vater, der ist noch schwerer krank als ich. Also er hat vor allem Lungen- und Herzprobleme. Das ist natürlich schon sehr gefährlich. Da müssen Leute immer wieder kommen und da irgendwie etwas medikamentöses machen. Oder medikamentäres. Das ist wieder ein Wort. Ja.
Also der Hase, der bleibt mal hier. Da machen wir sicher auch irgendwann mal eine Farm draus. Aber das größte Problem ist ja eigentlich, ich wollte eigentlich nicht so mit Farmen abhängig sein, aber man merkt es, man braucht einfach doch Farmen. Aber die tun wir dann immer nur sehr selten mal benutzen, wenn wir etwas brauchen. Und nicht auf mega Vorrat oder so. Ja, leider haben wir einfach keinen Platz. Wir müssen Schalkerkisten mitnehmen oder was? Sonst sind wir verloren. So eine Brustpanzer mit Reparatur ist natürlich schon echt wichtig. So, die nehmen wir mit. Wir nehmen aber, also wir machen hier mal natürlich das Portal weg. Also wir können irgendwie so eine Glaskuppel drumherum machen und sogar das Portal als Netteportal benutzen. Irgendwie so etwas. Weil die Stadt fängt ja dann gleich an und dann wäre es eine schöne Sehenswürdigkeit. Das würde ich sogar mal noch empfehlen. Okay, das tönt super. So, was habe ich alles gemacht? Ich habe hier natürlich Holz gefarmt. Das war sehr langweilig und sehr lange, bis immer wieder etwas gewachsen ist und ich werde machen dann eine Farm, wie man sieht. Da haben wir jetzt erstmal Kühe und Schafe, aber Schweine sind dort und Hühner sind auch irgendwo in der Nähe. Drüben zum Beispiel, ich habe keinen Optifan. Ja, dann einfach so Truhen, paar Sachen gesammelt, eine Treppe nach unten gemeint, aber noch keine Diamanten gesucht. Dort einen großen See, einen unterirdischen See gefunden. Echt geil. Dann haben wir, also habe ich, einen Villager-Patrouille gefunden und dadurch dieses Banner bekommen und diesen Effekt bis oben, wenn wir jetzt in ein Dorf gehen, kommt ein Angriff. Das möchte ich so lange wie möglich eigentlich noch verschieben. Da, ja, das ist dann einfach, und so ein Noob wie ich, der einfach zu lang, also zu casual spielt, natürlich nicht so gut. Aber da lernt man, also ich möchte das schon nicht mit verzauberten Sachen machen, aber zumindest vielleicht einen Diamantschwert oder einen Bogen möchte ich schon haben. Und dann eine Armbrust. Armbrust schießen möchte ich in diesem Let's Play eigentlich richtig lernen und viel benutzen. Aber ja, das ist halt eben lange Ladezeiten, also lange Nachladezeiten und so. Ja, nicht unbedingt optimalen Bogen würde ich dann schon ein bisschen bevorzugen. Weil ich mag Bögen. Ich spiele eigentlich sehr gerne in Action-Rollenspielen einen Bogencharakter. Weil die schnell sind und halt viel AOE haben, also Area Damage in einem Areal. Einem großen Ding und muss man nicht einzelne klicken, weil das mag ich dann wieder nicht. So. Wenn man immer wieder einzelne Gegner angreifen muss, wie hier im Schwertkampf in Minecraft, ist es nichts mehr, nicht so für mich. Also denke ich, werde schon ja, das so machen, dass ich Ding benutze. Bögen. So. Konzentration ist gerade wieder ein bisschen auf das Einsortieren. Jetzt machen wir hier alles Weizen weg. Das Weizen habe ich, denke ich, schon genug. Aber ich möchte einfach alles anpflanzen und ja, nicht unbedingt den Vorrat machen, aber in ja, so, dass es einfach genügend ist. Ich glaube, eine Axt ist am besten hier oder eine Hacke. Also, das machen wir wieder runter. Und dann können wir noch eine Truhe für den Krimskrams machen. Das heißt, Blöcke außer Holz. Ja, außer normales Holz. Ja, das nicht. Bruchstein auch nicht. Sand habe ich genügend durch das Schatztruhen suchen.
Ich suche das Bett, das ist natürlich hier in meinen Händen. Sehr gut. Die Schatzkarte kann man hier rein? Kann man das nicht? Das wird ja nicht optimal sein. Ja, ich tue jetzt mal nicht alles zu Brot. Möchte ich schon, ja, ein Steak oder so haben. Müssen nochmal so ein bisschen machen. Bisschen auf Vorrat. So. Das Wichtige am Anfang. Weizenkörner. Also die Blumen dann in einer anderen Truhe. Die sehen sehr schön aus. Die heißen Lilien. Kornblumen. Das sind die anderen, die Lilien. Blauer Lotus wäre schön. Okay, jetzt gehen wir kurz ein bisschen meinen. Wir haben schon mal zwei Diamanten, die können wir dann gleich aufbrauchen. Wir machen aber nur die Truhe dann hier rüber. Und der Kompost können wir eigentlich auch schon bald benutzen. Komm, wir brauchen keine Karotten. So. Hier unten ist nämlich meine Mine. Da drüben habe ich noch eine Angelstelle gemacht und habe noch ein bisschen geangelt. Das zeige ich jetzt aber nicht. Da hat so wenig drin, also eigentlich nur Fische und nennen, wie sagt man. So, hier ist der große See gewesen. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer, das farmen wir mal und erkunden zuerst mal noch die Höhle hier links. Ja. Was ist das wieder mit dem. Wasser nervt einfach immer. So, also alles. Genau. Dieses Leuchtmoos können wir sehr gut benutzen. Bestimmte Sachen. Das nehmen wir mit. Ja, das wusste ich. Genau deswegen auf Nummer sicher gehen. Aber das gibt es sicher öfters. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da müssen wir vielleicht ein bisschen nach oben gehen. Aber irgendwo ist hier eine Kristall. So ein Kristallvorkommen. Und das möchte ich jetzt eigentlich noch nicht holen. Das möchte ich eigentlich gar nicht holen. Also nicht plündern. Nicht wegmachen, abbauen. Das lasse ich da. Und wenn wir hier den. Ja, komm, wir machen hier nicht den hängenden Garten. Es gibt nämlich drüben noch eine Wiese. Die ein bisschen näher an der Stadt ist, also ein bisschen sichtbar von der Stadt aus ist. Machen wir dorthin, also Osten, rechts auf der Map. Die können wir sowieso auch noch ein kleines bisschen kleiner machen. Aber ich weiß nicht, die Optionen, die sind hier oben, okay. Ich möchte irgendwie auch den Untergrund ausmachen, weil das ist Spoiler. Weiß nicht, wo das ist. Gibt leider sehr wenig Einstellungen. Ah, hier. Hier ist das irgendwo. Höhenbegrenzung. Ja. Keine Ahnung. Das brauche ich nicht, das heranzoomen. Ich habe ganz gute Augen. Ich muss das nicht haben, dass man das so mega zoomt hat. Wo ist jetzt dieses. Wo. Hey, kann ich das nicht einfach ganz einfach machen? Nein, so schwer wie möglich. Da. Biom möchte ich haben. Liegt Level möchte ich haben. Ich weiß es nicht, ich werde das noch dann an Ding. Aber ich möchte es einfach kleiner machen. Größte Minimap. Genau. Ich mache das mal auf 90 sogar. Wenn wir oberirdisch sind und nichts erkennen, machen wir es wieder größer fertig. So, eigentlich nehme ich den Schiefer. Wie heißt der Block?
Was Bruchstellen? Da. Ja. Was Bruchtiefenschiefe? Das ist aber sehr exakt, Moja. Ja, Microsoft ist ja schon wirklich ein guter Publisher und alles Mögliche. Tut die Entwicklerstudie sehr gut und stützen auch wegen Windows 10 und bald 11. Das ist schon extrem toll, dass dass Mojang zu Microsoft gewechselt ist. Aber es ist halt wirklich auch so, dass die auch sehr viel Geld bekommen und deshalb auch so etwas machen können. Das ist klar. Bin schon ein bisschen glücklich, aber ich mag so Riesenmonopole einfach nicht. Die, ja, brauchen meine Unterstützung nicht. Ich bin einer, der unterstützt arme Leute und nicht reiche Leute. Für was reiche Leute unterstützen, die haben so viel Zuneigung von anderen Fans. Das muss man nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss meine Emotionen zügeln. Nein, ich bin eigentlich nicht so, aber ich habe es jetzt einfach ein bisschen spannender gemacht. Natürlich. Ich möchte ja auch euch unterhalten. Ich bin jetzt einfach der Meiner und der freut sich natürlich riesig über Diamanterz. Das ist Roleplay. Also wenn ich irgendwie so ein bisschen überemotional mache oder so, das ist Roleplay. Ihr dürft gerne sagen, nee, Drago, nicht so überemotional, das nervt mich. Dann mache ich es auch nicht. Und so, je schneller ihr seid und je eigenständiger ihr seid, desto besser geht es mir auch. Also das kann ich dann sofort entfernen und ich mache es dann auch sofort. Also es ist umso besser, wenn ihr diese Kommentare dann auch liked. Ein Like heißt ja, das ist wirklich so. Das stimmt. So der Sprache von den Foren und halt auch von den Videos eigentlich sollte. Aber es ist immer so, dass es halt einfach die Kommentare, die von Fans sind, die richtig gute Videos haben oder so, die werden geliked und das ist halt blöd. Also bedenkt einfach, diese Kommentare müssen nicht oberst sein. Das ist sowas von unnötig. Das kann jeder eigentlich ja, mit ein bisschen Scrollen dann auch finden. Weil geliked wird das ja sowieso irgendwie. So, wir haben Diamanten, 6 Stück. Also da können wir so schnell eigentlich weitermachen. Ich möchte mal kurz einfach hier rüber gucken, wenn wir nicht so buddeln müssen. Das ist unser Obsidian-Abbaupunkt. Da haben wir ganz lange Obsidian. Die Schere leider auch nochmals gebrauchen. Das ist leider doof, dass wir kein Lava sein kann. Wegen dem kleinen Pflanzenzeugs, Leuchtflechte. Sieht nicht wie eine Flechte aus, sieht eher aus wie ein Gestrüpp. Ein Efeu. Ich bin ja sehr, ja, gut im Pflanzenkunde, Tierkunde. Und trotzdem habe ich ja auch natürlich schon das, dass ich die Namen nicht gerade sagen kann oder so. Ja, nein. Ich habe keinen. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. Okay, hier war ich schon. Wann war ich hier? Ja, ich dachte schon, dass irgendwie immer kommt. Man weiß es einfach immer, wenn man irgendwo Wasser sieht, kommt einfach vom Monster. Ich spawne so häufig beim Wasser. Eigentlich müssten sie ja nicht. Okay, jetzt sind wir wieder zurückgegangen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also hier müssen wir das Wasser zuerst mal holen. Das ist gut, dass die Mons jetzt nicht so schnell zu uns kommen durch das Wasser. Die sind so langsam. Ja, kannst du mal aufhören? Baseball. Okay, das ist wahr, das ist ein Skelett-Spawner. Also, ich kann mir das nicht anders erklären. Die schießen nie, wenn ich's will. Nein.
Hier oben bleiben. Zuerst. So. Ja, sind natürlich sehr unprofessionell, aber ich mache das Beste draus. So, also das Wasser ist schon extremst hinderlich. Leider. Wieso kann das kein Skelett-Spawner sein? Hä? Na gut, vielleicht. Le Leuchtflechtensucht. Oh. Zwei sogar. Also das ist auch wieder komisches Spawn-Verhalten. Das ist irgendwie wie Drago. Du hast noch schwieriger das Spiel, genauso wie bei Path of Exile, was ich einfach spiele nebenbei, aber halt immer wieder die Verbindung verliere. Oder Last Epoch, das mache ich auch sehr viel. Titan Quest, Sacred 2 natürlich, wo ich nebenbei Let's Player. Da muss auch wieder ein Part kommen natürlich. Aber ich glaube, ich mache eine kurze Pause, weil es einfach noch nicht so eingestellt ist, dass es wirklich ruckelfrei läuft. Da muss ich da noch irgendwas herausfinden. Oder einfach ein paar mit Feedback brauche Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Wissen haben als ich. Der Drago, der ist nur Sport, der ist nicht technisch bewandt. Ist sowas von dumm. Bei Technik. Überall. Mega eine Legende, aber bei Technik furzdumm. Was war denn das? Ich hab doch den getroffen. Der wäre genau gestorben mit einem Schlag. Ja, ist ja am nächsten Schlag schon gestorben. Das ist auch wieder irgendwie, habe ich so das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen gegen mich, macht alles schwieriger. Und eben, ich mache es mir schwieriger, weil ich einfach zu viel glaube, es ginge. Ja, das ist. Wir machen einen Blitzableiter, das weiß ich jetzt schon. Haben wir noch Zeit? Nee, nicht mehr so viel. Also wir gehen jetzt eigentlich zurück wieder. Weil ich muss ja auch wieder ein bisschen angeln. Ja, wir gehen einfach jetzt, bis wir so weit sind, dass der Part voll 25 Minuten hat. Da oben, ja, okay, wir bleiben jetzt einfach unten. Das ist natürlich klar. Hey, das war mein Kill. Das ist natürlich klar. Immer hat man irgendwie Probleme mit dem Hunger, mit dem Treffen. Heidi. Hallo, Schei. Ich habe den Film schon Ewigkeiten nicht mehr geschaut und trotzdem erinnere ich mich an allem. Und oh, da ist einer dieser Stalaktiten. Stalagmiten, ja, das sind eher Stalaktiten. Was ist denn das eigentlich hier? Das ist alles neu. Das hat der Generator jetzt eigentlich in 1.17 so gemacht. Das wäre jetzt sonst nicht gewesen. Kann man die auch so einfach abbauen? Schwimme ich mit dem Wasser, so stark mit. Was nicht? Doch. Der ist so komisch schwebt. Komm. Hey, muss ich jetzt hier alles trockenlegen? Schwamm drüber. Die muss ich, glaube ich, irgendwie. Ja, die muss ich mit dem. Nicht? What? Wieso machen die das alles mit einer Behutsamkeitsspitzhacke? Also, ich schaue sehr wenig andere YouTuber, aber die englischen YouTuber mit den. Mit dem Speed und so, also mit dem Dreifachgeschwindigkeit. Kann ich ja auch irgendwann mal machen, wenn es langweilig ist oder so. Aber da muss ich einfach noch gelernt werden, lieber Zuschauer, bitte lernt mir das. Ja, das ist ein wirklich super Abschluss. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach nichts vergessen zu sagen noch. Ich mache jetzt hier nicht weiter, ich meine aber unten ein bisschen eventuell, damit wir einfach das nicht mehr machen müssen im nächsten Part. Und direkt loslegen können mit Zaubertisch und allem drum und dran. Bereite ich mir das so vor. Und wir machen jederzeit immer wieder neue Beginne auf
Ja, so Urlaub, also Dschungel, Neubeginn und danach noch ein nein, doch Taiga Neubeginn zum Beispiel oder ein Pilzbiom Neubeginn. Das ist ein bisschen langweilig, ohne Monster und so. So Sachen. Aber ich möchte ja euch zeigen, wie ich baue. Und deshalb ist jetzt alles ein bisschen zu schnell. Schon fast. Also das könnt ihr wirklich auch bei anderen Zuschauern noch schauen, wenn es euch wirklich interessiert, was so das Spiel ist. Damit wir wirklich das Tolle, wirklich das super Tolle machen können. So, dann wär's das. Ja, baue noch hier noch ein paar Erze ab, denke ich. Ja, die Lava mal entfernen. Genau. Dann, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.